Mahlzeit, willkommen beim Red Review Video Magazin, einem neuen Theme Park News Video. Und das ist jetzt schon was länger bekannt und ich habe das auch mitbekommen. Ich habe auch Internet. Aber der Vollständigkeit halber bekommt ihr dann jetzt auch das Video, war halt vorher einfach keine Zeit für da. Und die Nachricht, die Ende der Woche oder Mitte der Woche ziemlich rumgegangen ist und für relativ viel Aufsehen gesorgt hat, ist, dass das Fort Fun Abenteuerland verkauft wurde. Und alle so, oh mein Gott! Aber wenn man dann sich mal ein bisschen damit beschäftigt, ist das Ganze eigentlich eine ziemlich gute Sache. Das Fort Fun gehörte zur Gruppe Compagnie des Alpes und das ist eine Gruppe, die ist europaweit führend in der Familienunterhaltungsindustrie und die haben eine Vereinbarung, Übereinkommen zusammen mit der Looping-Gruppe geschlossen und haben den Freizeitpark Fort Fun an die Looping-Gruppe verkauft, die... Und die sind einer der führenden Betreiber von Freizeitparks in Europa. Und das ganze Ding, also das Fort Fun ist für 7 Millionen Euro über den Tisch gegangen, was halt echt eine mini, mini kleine Summe ist, die auch nicht wirklich, glaube ich, das widerspiegelt, was der Park wert ist, sondern man hat da irgendwelche Deals intern gehabt und das ist, glaube ich, nur ein symbolischer Wert. Kann ich aber natürlich nicht beurteilen, weil ich da nicht drin stecke. Das Ganze ist auch noch unter Vorbehalt und wird noch von der zuständigen Wettbewerbsbehörde überprüft, ob das alles so in Ordnung ist. Und dann wechselt das Fort Fun Abenteuerland, welches in den Geschäftsjahr 2015 und 2016 übrigens 5,9 Millionen Euro Einnahmen verbuchen konnte und insgesamt 265.000 Besucher hatte, zur Looping-Gruppe. Der Looping-Gruppe gehören übrigens in Europa 12 Freizeitparks in mehreren Ländern, unter anderem auch, um mal Parks zu nennen, die es hier auf dem Kanal auch zu sehen gibt, den Park Bagatelle oder auch den Aventurenpark Hellendoorn. Und insgesamt konnte diese Gruppe in dem letzten Jahr 3 Millionen Besucher begrüßen und hat einen Umsatz von 65 Millionen Euro gemacht. Dahinter steht auch noch mit, kurz gesagt, Ergon, eine Investorengesellschaft, die mit rund 500 Millionen Euro in der Tasche auf jeden Fall ziemlich liquide sein dürften. Und das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach mal eine positive Entwicklung für das Fort Fun. Vor allem, weil Andreas Sievering, der Geschäftsführer vom Fort Fun, auch sehr positiv gestimmt ist, was das Ganze angeht und auch gesagt hat, dass er und das Fort Fun die gleiche Philosophie teilen, mit der Looping-Gruppe die gleiche Philosophie teilen und den gleichen Weg gehen wollen und in die gleiche Richtung gehen wollen. Und das ist meiner Meinung nach sehr gut, weil der Andreas weiß einfach, was er macht. Der weiß, wo er sich orientieren muss, und um sich Ideen zu holen, wie man den Park weiterentwickeln kann. Und der macht das halt meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr gut die letzten Jahre. Und das ist auf jeden Fall eine spannende, interessante und positive Entwicklung, finde ich, die das Fort Fun jetzt damit macht. Und vielleicht gibt es dann noch mehr und neue Möglichkeiten für das Fort Fun, sich national oder auch international noch mehr Namen zu machen, besseres Standing zu bekommen. Ich würde es dem Park auf jeden Fall gönnen mit der außergewöhnlichen Lage und der schönen Lage auf jeden Fall, die das, dieser Park hat und die besonderen Attraktionen, die da zum Teil stehen. Ja, kann das nur gut werden, denke ich. Ansonsten schreibt eure Gedanken dazu gerne mal in die Kommentare, würde mich auch interessieren. Ich wünsche auf jeden Fall Looping und auch vor allem dem Fort Fun alles Gute für die Zukunft und bin sehr gespannt, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Und das war's ansonsten jetzt von mir. Am Ende in der Endcard verlinke ich euch noch ein paar Videos, die ihr euch gerne angucken könnt. Vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ansonsten war's das von mir. Ich bin raus. Ihr seid die Coolsten. Euer Bro für das Rack Review Video Magazin. Peace.